Alle reden von den Aktienmärkten, aber die wirklich spannenden und vor allem weitreichenden Entwicklungen, die passieren derzeit am Währungsmarkt, nämlich im Bereich Dollar, im Bereich Euro, im Bereich Yen. Und erinnern wir uns, lange Zeit war der Devisenmarkt ziemlich fade, Euro-Dollar etwa immer in so einer sehr definierten Range, da ist nichts passiert, aber jetzt ist das Ganze komplett anders. Wir sehen stark abfallende bis crashende Währungen Euro und Yen und wir sehen einen immer stärkeren Dollar in einer Art umgekehrten Währungskrieg. Erinnern wir uns, in Zeiten der Globalisierung war Deflation das große Thema und alle versuchten möglichst ihre Währung abzuwerten. Jetzt haben wir eine Entglobalisierung, jetzt haben wir dann Inflation statt Deflation und Inflation ist eine Gefahr, vor allem für die Bevölkerung, die dann nicht mehr konsumieren kann. Also entsteht eine Art Kampf um die Bekämpfung der Inflation und derjenige ist erfolgreich, der seine Währung stark hält, weil diese starke Währung dann inflationsdämpfend ist, während diejenigen, die eine schwache Währung haben, wie zum Beispiel Euro und zum Beispiel Yen, eben dadurch die Inflationsproblematik noch weiter verschärfen, weil man auf dem Weltmarkt eben in Dollar einkaufen muss. Und das dürften wir dann in Europa wie auch in Japan, die Japaner, noch ziemlich deutlich zu spüren bekommen. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier ein Artikel im Wall Street Journal, der das wirklich auf den Punkt bringt. Man spricht hier von einem umgekehrten Currency War und Amerika gewinnt diesen Kampf, so wie man den Kampf gewonnen hat nach 2008 in Sachen Abwertung. Das war damals ein Vorteil, eine schwache Währung zu haben. Jetzt ist es ein Vorteil, eine starke Währung zu haben, weil das Problem nicht mehr Deflation ist, sondern Inflation ist. Damals wollte man die Währung abwerten, um die deflationären Tendenzen zu bekämpfen, die eben mit der Globalisierung entstanden war. Seit China praktisch auf der Weltbühne als große Werkbank fungiert hat, sind die Löhne tendenziell gefallen. Im Westen sind die Preise tendenziell gefallen, also deflationäre Tendenzen. Jetzt bekommen wir diese Aufspaltung der Globalisierung. Dementsprechend ist Inflation jetzt das große Thema und die Amerikaner scheinen sich hier wieder geschickter anzustellen. Allerdings hat das einen Preis und der Preis sind ihre Aktienmärkte, wenn man so will, denn starker Dollar heißt keine guten Nachrichten für die Gewinne der US-Unternehmen, die international tätig sind, denn die sind in Europa tätig, verdienen einen Euro, der immer schwächer wird, dafür kriegen sie immer weniger Dollar oder sie sind in Japan am Start. Der Yen crasht wie schon lange nicht mehr, ist auf dem tiefsten Stand seit über 20 Jahren. Also verdienen die Amerikaner auch hier weniger Dollar und wir sehen hier diesen Zusammenhang zwischen, in der oberen Grafik, zwischen dem Dollar-Index und den S&P 500 Gewinnen und wir sehen, das ist praktisch der Dollar-Index jetzt invers, wir sehen, der ist schon weit vorausgelaufen und das ist eine schlechte Nachricht für die Gewinne der amerikanischen Unternehmen und Mike Wilson von Morgan Stanley hat das mal ausgerechnet, praktisch 1% Anstieg des Dollar-Index ist kostet amerikanische Unternehmen ein halbes Prozent praktisch beim Gewinnwachstum und wir sind 16% gestiegen im Dollarindex year over year und dementsprechend dürfte es eine 8%ige Gegenreaktion geben oder 8% weniger, was die S&P 500 Earnings per Share betrifft. Und das ist jetzt ja natürlich das große Thema, denn in dieser Woche beginnt auch die US-Berichtssaison mit den Banken. Was macht unsere EZB? Da gibt es einen Herrn Holzmann aus Österreich, der österreichische Notenbankchef, ja. Der will bis September 125 Basispunkte die Zinsen anheben. Also das wäre jetzt ein 0,5er Schritt und ein 0,75er Schritt. Das wären richtig große Schritte, aber das wird nicht kommen, denn es gibt andere Herrschaften wie eine Isabella Schnabellina, die Italienerin mit deutschem Aussehen, die hier sagt, also wir versuchen unseren Carbon-Footprint zu reduzieren und pushing banks to manage climate and environment risks, also nun kümmert sich da um den Klimawandel und jetzt weniger um den Euro-Crash. Schauen Sie sich mal den Twitter-Account der EZB an, da werden Sie wenig von einem abwertenden Euro finden. Ab und zu finden Sie mal was zur Inflation. Unser Ziel ist 2% Inflation. Nur tun machen die Herrschaften dafür nichts. Deswegen wird sich wahrscheinlich der Österreicher Holzmann nicht durchsetzen. Wenn wir jetzt zu Europa kommen,
und Inflation kommen und diesen Währungswettkampf, dann haben wir natürlich strategisch einen riesen Nachteil, die Japaner auch. Die Amerikaner sind weitgehend energieautark. Wir sind es nicht, es sind angewiesen, ebenso wie die Japaner sogar noch mehr als wir, auf Energieimporte. Jetzt ist ja derzeit ab heute kein Nord Stream 1 Gasfluss mehr, das besorgte viele, sind aber diese Wartungsarbeiten, die eigentlich angesagt waren. Siemens will jetzt die reparierte Turbine, die aus Kanada kam und Deutschland ja dringend die kanadische Regierung gebeten hat, gebt uns diese Turbine zurück, weil die Russen haben gesagt, sie stellen uns das Gas ab, wenn wir diese Turbine nicht wieder zurückbringen. Jetzt wollen die Siemensianer diese Turbine zurückbringen, müssen das aber nach meiner Auffassung über die Ukraine machen. Die Ukraine ist nicht sehr begeistert von dieser ganzen Geschichte. Also es zeigt, wie hier die Dinge wirklich gelagert sind. Und schauen wir uns mal hier das an, was praktisch die Energieverbrauch, den Energieverbrauch in Deutschland betrifft. Da sehen wir nach wie vor, ist Öl Nummer 1, Gas Nummer 2, Kohle Nummer 3. Und dann kommt Wind und irgendwo ganz weit unten ist Solar. Also die spielen noch nicht so wirklich die ganz große Rolle. Auch wenn man in den Medien immer das Gefühl hat, also wir sind jetzt praktisch autark, der Russe kann sein Gas behalten, ja, weil wir haben so viele Windkrafträder und Solar, es ist der Wahnsinn, aber es ist praktisch eine Art Täuschung, könnte man sagen, ein Overpromise, ein Überversprechen, das nicht eingehalten wird. Wir werden niemals komplett auf nur erneuerbare Energien setzen können, weil die eben, solange sie nicht wirklich gut speicherbar sind, ein Ausfallrisiko haben, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind nicht weht. Dementsprechend brauchen wir eine Parallelstruktur. Sonst ist das alles für die Katz. Und hier sehen wir etwa die deutschen Energiepreise mit diesem Viagra-mäßigen Anstieg und auch in Sachen Gas. Das war vorhin hier Strom, auch in Sachen Gas wird es wohl bis ins Jahr 2014, so spekulieren die Märkte, richtig eng bleiben. Wir haben übrigens bei Gas noch nicht wie bei Strom einen neuen Allzeitrekord. Der ist zwar schon in Sichtweite, aber noch ist es eben nicht so weit. Aber dennoch dürfte das eben ein langfristiges Problem bleiben. Es wird dadurch gelöst, dass wir dann weniger duschen, wie Wirtschaftsminister Habeck gesagt hat. Hier sehen wir mal die Recession Probability, etwa für Deutschland massiv angestiegen durch eben diese ganze Energiethematik, die sich jetzt hier aufspult. Man hofft, dass die Inflation dann bald zurückgeht, aber das sehe ich für Europa sehr viel kritischer, eben gerade aufgrund des Energiethemas, gerade deswegen auch, weil in Europa etwa die Erzeugerpreise mit über 30% viel, viel höher sind als in den USA. Das heißt, da haben wir viel mehr Inflation in der Pipeline als in den USA. Und wer weniger Inflation hat, hat einen riesen Vorteil. Die Japaner haben zwar noch wenig Inflation, aber einen kollabierenden Yen, der dann auch Inflation bringen wird. Aber wenn wir uns jetzt nochmal auf Deutschland zurückbesinnen, sehen wir, dass die Marktkapitalisierung deutscher Aktien weiter fällt. Jetzt nur noch 1,937% vom weltweiten Marktanteil, Marktkapitalisierungsanteil. Das hängt auch zusammen mit dem kollabierenden Euro. Das hängt zusammen auch mit eben der Underperformance, dass man sich sagt, die Deutschen, die haben ein kleines Problem. Da gehen wir mal lieber raus. Und wie groß das Problem ist, sehen wir daran, dass Städte jetzt Hallen für Arme und Alte vorbereiten. Einige Städte planen das, falls eben dann im Herbst es schwierig wird mit dem Heizen wegen dem Gas. Also wir sehen, das sind schon so ein bisschen Zustände, die wir uns eigentlich vor kurzem noch gar nicht hätten vorstellen können. Nicht vorstellbar schien auch ein Kollaps des Yen noch vor einiger Zeit, aber das ist der Fall, weil die Japaner noch ignoranter sind als die EZB. Gut, die EZB hat ein anderes Inflationsthema, sowohl die Amerikaner als auch die Eurozone eine Inflation von 8,6%, die Japaner von 2,5%. Aber das wird sich auch massiv aufspulen. Wir sehen eine Zombie-Wirtschaft bereits in Japan durch die ultralaxe Geldpolitik. Wir sehen eine Fehlallokation von Kapital in Japan. All das rächt sich. Es ist eine Frage der Zeit. Wer säuft, muss irgendwann die Rechnung bezahlen. Du kannst nicht jahrelang saufen und dann erwarten, dass kein Kater kommt. Ja, leider kommt. Der Kuroda hat sich heute nochmal geäußert wieder und hat gesagt, wir machen alles so weiter. Wir wollen
eine ultralaxe Geldpolitik weiterfahren und das wird abgestraft. Wir sehen der Yen weiter im freien Fall. Das große Thema in dieser Woche neben der beginnenden US-Berichtssaison sind die Inflationsdaten, die kommen am Mittwoch. Prognose ist 8,8%. 8,8, wir hatten zuletzt 8,3, jetzt also 8,6%, 8,6% hatten wir zuvor, jetzt also die Prognose 8,8%. Das ist ein guter Schnaps aus der Flasche, allerdings sehen wir, dass in den USA schon viele Preise etwa für Benzin gefallen sind. Wir sehen, dass etwa Rohstoffpreise deutlich gefallen sind. Da sehen wir also schon in der unteren Grafik, dass normalerweise dann die CPI, also die Inflation, diesen gefallenen Rohstoffpreisen folgt. Deswegen könnten wir vielleicht nochmal eine Überbietung dieser Zahl sehen, aber ich glaube, das ist dann so ziemlich das, was es gewesen ist. Ich rechne eher damit, dass wir die Zahl sogar unterbieten. Wäre gut für die Aktienmärkte. Es ist ja so, dass viele lange nicht erkannt haben, wie hawkisch die Fed wirklich ist. Die wollten weiterspielen, dann haben sie es gecheckt. Oh, die meinen es wirklich ernst mit den Zinsanhebungen. Viele haben ja gesagt, die werden nie die Zinsen annehmen, die werden nie die Bilanzsumme reduzieren. Jetzt tun sie es, jetzt sind viele dieser Leute ins gegenteilige Camp gewechselt und haben gesagt, oh, die werden so oft die Zinsen anheben, aber die Inflation in den USA wird schneller zurückgehen als erwartet, anders als in Japan und vor allem als in der Eurozone und dadurch wird die Fed sich entspannen können. So meine These zumindest, auch die Wirtschaft schneller absaufen, dementsprechend dürfte es mit diesen so häufigen Zinsanhebungen, wie die Fed sie vorhat, wohl nichts werden. Wir sehen schon hier die 5-Year Break-Even Inflation Rate, also die 5-Jahres-Erwartung für Inflation. 5-Year, also praktisch das, was in Zukunft zu erwarten ist, schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir, dass das schon sehr, sehr deutlich gefallen ist, weil eben diese Märkte schon spielen, dass da ein Abschwung kommt. Und eines der großen Themen in Sachen Inflation ist ja Energie. Jetzt wird Biden ja am Mittwoch nach Israel reisen, aber vor allem dann am Freitag in Saudi-Arabien eintreffen. Und die Saudis, die sollen ein bisschen was mehr produzieren an Öl. Geld, damit auch die Preise in den USA für Öl nicht weiter steigen, sondern weiter fallen. Und offenkundig hat der Biden ein Geschenk im Kasten mit dabei, nämlich weitere Offensivwaffen will man dann liefern an Saudi-Arabien. Die Geschichte mit Khashoggi, die ist eh schon vergessen, Geld, das ist schon lang her. Ne? Also da müssen wir mal 5 Grad sein lassen, wenn es um die Wurst geht, dann sind solche Menschenrechtsfragen eher peripher zu behandeln. Wir sehen, dass die Amerikaner jetzt eine neue Explosion haben. Es gab ja schon vor einigen Wochen eine Explosion in einem Gaswerk. Jetzt hat es Oklahoma erwischt. Wir sehen dann, dass die Natural Gas Prices in den USA, die anders als die europäischen Preise gefallen waren, die europäischen sind weiter gestiegen, die amerikanischen gefallen zuletzt. Jetzt allerdings 6% nach oben. Und jetzt eben dieses Thema, wie Wall Street Journal es auf den Punkt bringt, Inflation looms. Nämlich am Mittwoch loomt es, also praktisch die neuen Zahlen, 8,8% halte ich für sehr sportlich, sehr, sehr hoch. Und die Earnings Season, ich glaube Ende der Woche kommen die US-Banken, starten dann praktisch. Nein, wenn wir uns jetzt einmal die Situation anschauen beim S&P 500, dann sehen wir, dass wir durchaus vielleicht es so zusammenfassen können. Ich sehe noch weiteres Aufwärtspotenzial bis 4050 Punkte etwa beim S&P 500. Das wäre die 5er MA beim S&P 500. Also ein immer wieder angelaufener, gleitender Durchschnitt, der von großer Bedeutung ist. Genau bei 4050 liegt das. Vielleicht könnte man so sagen, ich bin kurzfristig eher optimistisch, mittelfristig bis langfristig eher pessimistisch. Also wir haben Erholungspotenzial, aber und dann dürfte noch mal was nach unten kommen, so meine momentanige Einschätzung. Die Märkte heute ein bisschen schwächer gestartet. Man fürchtet China, neue Lockdowns und eben auch Rezessionssorgen. Hier nochmal ganz kurz, Elon Musk hat ja dann am Freitagabend durch seine Anwälte gesagt, er mag jetzt Twitter nicht mehr kaufen, nachdem er festgestellt hat, dass er vielleicht viel zu viel Geld geboten hat. Normalerweise macht man ja so etwas wie eine Due Diligence, also man guckt sich das Unternehmen genau an. Musk hat dann später erst bemerkt, dass da vielleicht einige Fake-Accounts sind, das heißt irgendwie eine etwas seltsame Aktion. Er hat ja offenkundig nicht sehr viel drüber nachgedacht, will jetzt raus aus der Nummer, ohne die Strafe zu zahlen von 1 Milliarde. Ich denke, das dürfte ihm nicht gelingen. Aber nochmal jetzt zu China und diesen Sorgen. Macau
schließt Casinos. Bewohner sollen zu Hause bleiben. Auch in Shanghai mussten jetzt am Freitag die Firmen praktisch schnell wieder ihre Mitarbeiter nach Hause schicken. Ab dieser Woche ist wieder Homeoffice angesagt. Also es ist da durchaus einiges am Start. Evergrande wollte eigentlich seine Zahlung an die Anleihegläubiger verschieben. Die lehnen das ab und wir sehen, dass Daten der People's Bank of China sagen, dass die Einkommenserwartungen auf einem Allzeittief sind in China, während gleichzeitig der Sparwille auf einem Allzeithoch ist. Das sind schlechte Daten für China, die zeigen, dass es da sehr, sehr schwierig wird. Und wir sehen hier sogar einen Bankrun in Zhengzhou, Provinz Henan. Dort wollen die Leute sich das nicht gefallen lassen, dass sie schlichtweg nicht an ihre Gelder kommen. Also da ist nicht alles so super toll in China. China hat riesige Probleme und wird wohl auch absehbar damit zu tun haben. Deutschland zieht die Schweiz mit in den Abgrund. Ein Artikel vom Wochenende. Ein Schweizer Kommentator sagt, die Deutschen, die ziehen uns mit runter mit ihrer Politik, oder? Und das ist vielleicht ein sehr sehenswertes Video mit einem Artikel dazu von Roger Köppel, der durchaus umstritten ist. Aber ich finde, er hat da einen sehr, sehr guten Punkt, wie die Dinge gelagert sind. Vielleicht ist er mir ein bisschen zu Russland-affin, aber ansonsten, finde ich, hat er die Dinge sehr gut auf den Punkt gebracht. Deutschland zieht die Schweiz mit in den Abgrund. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? S&P 500 und Nasdaq. Ist da eine neue Bärenmarkt-Rally in Sicht wegen Peak Inflation, weil die Inflation ihren Hochpunkt erreicht hat? Und dritte Empfehlung, meine Damen und Herren. Warum muss Russland lieber Gas nach Europa liefert? Das ist eine interessante Frage. Aber die Russen haben sich da relativ eindeutig schon geäußert und auch positioniert. Also ist diese Sorge, dass Gas gestoppt wird, ein bisschen übertrieben. Ich hatte dazu ein Video gemacht. Wir werden sehen, also diese drei Artikelempfehlungen. Teilen Sie dieses Video, teilen Sie die Artikel von Finanzmarktwelt. Ich sage Servus und Ciao.